insgesamt haben wir in dieser ganzen Arbeit einen großen Pressespiegel mal angelegt und überhaupt analysiert, wie die Medien auf der deutschen Seite, auf der russischen Seite und wie so die Interessenslage in diesem ganzen Fall Lisa sich so entwickelt hat. Wir haben festgestellt, dass es verschiedene Interessenlagen gibt um diesen Fall. Klar ist auf jeden Fall, dass die russischen Medien ihre Sichtweise dargestellt haben und die deutschen Medien ihre Sichtweise dargestellt haben und die Russlanddeutschen, die jetzt sozusagen zu diesen Demonstrationen gegangen sind, ich möchte nochmal unterstreichen, in Berlin sind es beinahe 100.000 Leute, die Russlanddeutsche sind und auf den Demonstrationen waren es nur 700. Bei der ersten Demonstration in Marzahn waren es nur 250. So. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil wir heute in den Medien vernehmen, dass Russlanddeutsche nur russische Medien vernehmen. Dem ist nicht so. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir festgestellt haben, dass die Russlanddeutschen sowohl in Berlin, aber auch woanders, sich viele verschiedene Medienquellen bedienen, auch deutschen Medien, ganz klar. Es ist bei weitem nicht so, dass das russische Fernsehen so eine große Wirkung entfaltet, wie das jetzt medial dargestellt wird. Wir haben das ganz klar vernommen, dass die russische Seite auch basierend auf den Gerüchten, die sozusagen glaube 17. oder 16. an dem Samstag, wo die erste NPD-Kundgebung stattgefunden hat, da war ja der erste Kanal mit dabei. Und der erste Staatskanal, nicht? Und haben dort gefilmt, wie an einer NPD-Kundgebung eine Verwandte dort gesagt hat, wie so die Sachlage ist. Also wir haben sofort gesagt, wir müssen da bitte nicht zu schnell agieren. Klar war auch, dass zu diesem Zeitpunkt die Polizei sich ganz klar geäußert hat und gesagt hat, dass dieser Fall so nicht vorliegt. Nun haben sich aber im Laufe der Zeit, im Laufe dieser Woche, ich möchte das nochmal betonen, bestimmte Gruppierungen dazu geschlossen, um diesen Fall weiterhin für sich, für ihre Interessen zu nutzen. Sowohl rechte Gruppierungen auch, um diese Hetzparolen und wie auch immer, die wir dann vernommen haben, die nachweislich halt eben stattgefunden haben, um die Menschen für ihre Interessen auf die Straße zu bringen. Ich möchte nochmal betonen, wenn es deutschlandweit einige tausend waren, es gibt 4 Millionen Russlanddeutsche und ich denke, in diesem Fall kann man sagen, dass diesem Aufruf sehr, sehr wenige Russlanddeutsche gefolgt sind.